Runde. Hallo, Ladies and Gentlemen, hallihallo, wunderschönen guten Abend. Hallo, jetzt ist Jay gerade nicht einmal Salty gewesen, ach schade. Ach so, war gerade dieser komische Clip da. Ja. Sag doch mal was. Was denn? Wieso läufst du bei mir über Desktop-Audio? Das klingt falsch. Das klingt nach Ausgabegerät. Nee, irgendwann hat sich Eingabegerät. Wiedergabegerät ist Chat. Wiedergabegerät ist Chat. Ah, ne, ist auch Desktop Audio 2. Nicht wieder. Dann hast du das nur nicht umbenannt, wahrscheinlich. Ja, genau. Alles gut, alles gut. Puh, habe ich kurz Angst gekriegt. So, wunderschönen guten Abend zusammen. Hallihallo, Nikolarius. Hallo, Dexterman. Und Real Darksider. Und The Amess. Kannst du das einmal in WhatsApp schreiben, Christian? Ich guck gerade erst auf dem Kanal. Oh. Ja. So ein Standbild von Bram, der guckt sehr nachdenklich. Okay. We are back for Elden Ring. For the Ring of Elder. Was sind wir denn hier? Achso, wir sind jetzt hier beim großen Aufzug. Weil unser Plan, ihr habt uns ja gesagt, hier gibt Malenia oder wie sie heißt. Ja, Mirinda, der hauen wir jetzt auf die Imme. Wo sind wir denn da? Beim großen Aufzug von Rold. Ja. Da sind wir doch hochgekommen. Was passiert hier? Also, ja, nee, da sind, also den sind wir schon mal hochgegangen, ja? Ja. Aber ach, da gibt es einen Geheimweg wohl. Ah, der letzte Boss ist im Geheimweg. Der ist ja nicht der letzte Boss. Ich bin Malaria. Nein, achso. Frage ist, wo ist der Geheimweg? Also da geht's runter, sehr weit. Da habe ich sogar, ich glaube, gestern oder vorgestern nachgeguckt. Ach, guck mal, und boom, läuft PeteSmeet TV wieder. Ja, sehr gut. So schnell kann's gehen. Okay, ich sehe hier nichts. Okay, was sagt ihr denn? Nachricht lesen. Lügner und Lügner voraus. Ja, bei mir hat Christians Facecam mehr FPS. Warte. Ich habe nur gekeyt wieder. Aber das. Ne, sieht eigentlich gut aus, finde ich. Ja. Ich gucke auch gerade im Stream. Alles gut. Okay. Okay, wir suchen einen Geheimgang. Da ist eine Treppe. Da sind wir hochgekommen. Schade. Wenn du da das Medaillon hebst. Oh, warte mal. Ach so. Geheimes Medaillon heben. Wo haben wir denn das Geheime her? Da hat uns die eine dazu gesteckt. Das ist geheim. Jetzt hat er vier Augen. Oh mein Gott. Ja, aber die drehen sich jetzt nach vorne, dann halten die ja ihr komisches Ding runter und dann geht der Aufzug. Der geht bestimmt nach unten. Das hat euch Melanie geschenkt. Okay, nee, geht doch nach oben. Schade. Hä? Das sind zwei Teile. Eine vom Schloss Sol und eine vom Albenorikdorf. Ach, das ist der. Ich dachte, das wäre der normale. Das ist ein normale Medaillon. Wenn ein Aufzug nach unten geht, ist es dann ein Runterzug. Ja, eigentlich okay. Schon. Das sieht in der Tat anders aus. Das normale ist von Melina. Ah. Ja, der letzte Elden Ring Stream kommt noch auf YouTube, Leute. Keine Sorge. Nur ein bisschen verzögert. Alles gut. Ich hab schon wieder völlig vergessen, dass wir ein anderes Schwert haben. Ich auch! Ein Abzug, ja, stimmt. Okay. Jetzt sieht ja hier aus wie so eine Gruft. Ja. Und wieso sind da schon so viele gestorben? Geheimfahrt zum Harlekbaum. Wo sind hier die Bösen? Wir haben hier nirgendwo bisher. Ne, hier ist so eine. Vor allen Dingen ist Stadt. Das ist wie so eine Blutspur. Einmal in eine Richtung. So, hä? Jo, anderes Schwert. Ja, wir haben letztes Mal das genommen, weil das jetzt besser skaliert mit Glaube. So, ein bisschen kürzer. Dafür aber schneller.
Wie mein Penis. Ich höre Steps. Ich höre die ganze Zeit Steps irgendwo. Irgendwo steppt hier jemand rum. Rechts, oder? Ja. Doch. Das Auge der Bestie zittert. Der Todeswurzel? Das ist doch eigentlich ein Katakomben. Na, guck mal. Oh, guck mal. Da ist was. Ah, da sind die kleinen Viecher wieder. Das macht richtig viel Damage. Aber sonst können die nicht viel. Nein, da ist ja noch einer. Was macht der? Der flieht, Peter. Irgendwie die sehen die... Ach nee, ach so, dieses Seelenaufsaugen sieht anders aus, weil wir ja mit unserem Schwert Leben regenerieren. I remember. Schaut euch da mal gut um, hat Schleimwerfer gesagt. Oh. Meinst du jetzt in dem gesamten Gebiet, in dem wir sind, oder da, wo Peter gerade rumeiert? Ich bin der Eiermann. Hier gibt's irgendwo einen geheimen Weg. Den habe ich mal in so einer YouTube-Compilation gesehen. Okay. Ja, I know wo. Hier ist da wieder so ein Unsichtbaren. Hier kannst du langlatschen. Ja, könnte sogar genau hier sein. Ja, genau. Ja. Nice. Muss man auch mal wissen. Ja, schön. Und dann? Also ich meine... Ja, wir müssen da hin, aber ich weiß nicht ganz... Guck mal den Blutfleck. Dann kannst du sehen, in welche Richtung der weggeollert. Oh. Ja, das war die falsche Richtung, mein Freund. Holy shit. Voll runtergejietet. Aha. Ja. Und dann? Nee. Null. Nee, du musst einfach hier, so. Ach so. Ja, aber dann hast du so eine Geistertal-Lilie. Gräber. Okay, ich weiß aber nicht, wie man wieder zurückkommt. Na, ist das geheim? Ja, das ist geheim, das stimmt. Wobei, so geheim ist es nicht mehr, wie die ganzen Blutflecken. Ah ja. Oh, was? Wait. Wie kann denn der... Achso, der ist bestimmt einfach rot zurückgelatscht. Ja, jetzt haben wir hier noch den Silberskarabäus. Den Goldskarabäus, den trage ich sogar. Nee, das ist so ein Anhänger, oder? Echt? War das ein Anhänger? Also den Goldskarabäus, den ich trage, der macht, dass du mehr Seelen bekommst von Gegnern. Ja, jo, hast recht. Erhöht die Objektentdeckung. Nice. Ein Talisman, der dem Skarabäus nachempfunden ist, dem Träger von Schätzen und wertvollen Dingen. Ich frage mich in diesem Spiel immer noch, was Objektentdeckung ist. Heißt das, die Gegner lassen eher ihre scheiß Rüstung fallen, die man eh nicht braucht? Ja, ich denke mal Dropchance, genau. Nice. Wenn du halt was farmst gerade. Wieso kann ich durch manche Wände durchschlagen und durch manche nicht? Ja genau, Dropchance wird ja auch durch Arkan beeinflusst, aber... Scheiße. Leute, okay. Da sind wieder die Schritte rechts. Hm. Wo haben wir... Da. Oh, wir haben nur noch drei. Ach du Scheiße. Die kann man sich bestimmt craften. Mit den 8 Milliarden Materialien, die wir mittlerweile haben. Ich weiß nicht, wie es zurückgeht. Ich glaube, das war auch das Problem von vielen, die hier waren. Ich denke, da wird es zurück zur Gnade gehen. Guck doch lieber... Never. Ne, da war nicht. Ja, das klang nicht so gut. Klang scheiße. Also ich denke, du wirst irgendwie zurücklaufen müssen und dann... Ja. Warte, ich guck mal, was die hier schreiben. Verborgener Pfad. Ja, den haben wir gefunden. Ja, den haben wir gefunden. Also... Scheiße. Bis zu dem roten. Oh! Genau, bis zu dem roten Punkt kommst du ja. Andere Seite geht auch noch steil. Ja, da hinten stehen aber Gegners. 3 Stück mindestens. Einer links, einer rechts, einer geradeaus. Ah ja, I see. Da kann man auch noch hin. Mhm. Nicht, oh doch, die schwarze Klinge war... Alter, ich bin so dumm. Was war die schwarze Klinge? Für Entfernung. Joa. Aber dann machst du einen Schritt nach vorne, glaube ich. Oh, einen sehr großen Schritt! Aber wenn der jetzt seinen Zaubershit macht, ausweichen wird lustig. Ach so. Ja. Smart. Nein, ich wurde reingelegt!
Die Soundkulisse war nice. Oh, guck mal, Marikas Fall, ja, immerhin. Dann war ja jetzt frech. Debate. Das war jetzt richtig fies, ey. Ah ja, guck mal, mein Gott. Das ist ja gar nicht so weit. Wie bist du denn hier gestorben? Da war Maximum Baity Bait Bait. Hallo? Okay, keep your secrets. Die L2 von unserem Schwert hat auch Range. Ups. Hatte ich noch am Schirm. Ja, bist genau. So, wo kommst du denn? Ach, da oben sitzt du. Ah. Ja, wo kommt der zweite her? Gleich war noch einer hinter mir. Wie soll man das bitte offline finden? Ja, das ist nämlich die Frage. Wir müssen unbedingt bei unserer scheiß Schild müssen wir mal die Parade wegmachen und ein No-Skill dahin machen. Ja. Hey. Was ist das? Ja, Damage ist da, ist schon nice. Auf jeden Fall. So, du bist hier oben, dann einfach hier runter. Korrekt. Und hüpp. Das ist ja schön, dass die Blue Flecken weg sind. Okay, Leute, wir machen das jetzt wie Geronimo Röder. Einfach da rein. Ist ein bisschen dunkel. Alter. Ja, moin, Junge. Schön mal deine Base da. Hey, wo willst du hin? Wie er sich verpisst. Trink. Ja, ja, ja. Der macht jetzt wieder seinen Quatsch. Nee, macht er nicht. Weil ich glaube, das geht auch durch Wände. Ich kenne das Spiel doch. Hä? Oh, das war ein bisschen langsam. Ah. Hallo? Sakramentsknospe. Ja, hat es sich ja gelohnt. Neues. Auf jeden Fall. Was, wenn ich alles Geiles herstellen können, brauchen wir alles nicht. Ne, also wir können keine Steinchen machen. Schade. Die L2 ist stark, ja, das stimmt. Da würde ich... So, also irgendwo, hast du da jede Wand abgehauen? Oh, das, ja, nee, habe ich nicht. Jede Wand, ich habe gegen gar keine Wand gehauen, glaube ich. Oh. Hier sind auch viel zu wenig Nachrichten. Laut Chat konnten wir Regenbogensteine herstellen. Wo denn? Da. Tatsache. Ja. Oh, sogar relativ easy. 88 Stück kannst du herstellen. Oh mein Gott! Mach ich vielleicht später. Als wenn du... Was? Wo kam der Schaden her? Der letzte. Ja, der Schaden auch noch getickt. Der zieht durch, der Damage. Der geht langsam, aber sicher runter. Guter Start, Leute. Guter Start. Ja, direkt zwei Tode. Wo kam der denn jetzt her? Der hat sich ja ewig Zeit gelassen. Ich mach mal ein paar Regenbogensteine. Machen wir lieber nur so drei. Ich weiß nicht, ob wir sonst genug haben. Da gibt einen kleinen Dot, wenn die dich schlagen. Ja, das ist belastend. Das ist die Frage, was gibt es da unten noch? Das wollte ich gar nicht machen. Aber hat nice ausgesehen. Du wolltest die L2 machen, oder? Stimmt, da kriegen wir Leben. Ich wollte mein Schild hochhalten. Achso, ja, den habe ich extra weggetan, weil Schildschmutz. Das ist echt krass, mit Schild kann ich aktuell nicht mehr spielen. Dabei habe ich Dark Souls 1 und 2 nur mit Schild gespielt. Wait, wir brauchen da nichts mehr? Weiß ich nicht, brauchen wir da noch was? Also da in dem Raum bei den dreien auf keinen Fall. Ja, da sind noch 13.000 Seelen auch. Aber guck mal. Ja, das sieht immer ein bisschen tiefer aus, oder? Ja. Das ist optisch nur kaputt. Ne, ich bin da ganz bei dir. Oh.
Schmeiß noch einen. Jawohl. Und weiter geht die Fahrt. Okay, pass auf, ich hab einen Plan, Christian. Da ist der Dude! Oh, der ist angekommen. Ja, dann kannst du ja... Warte mal. Vielleicht kommt er ja bis hierhin gelaufen. Da muss dann sparen wir uns ein paar Steine. Oh, so weit reicht's halt nicht. Nicht mal ansatzweise. Aber er kommt trotzdem. Guck mal, mit welcher Geschwindigkeit er kommt, der kleine Ficker. Deswegen kam er so spät. Oh. Mhm. Ich habe meinen Plan zerstört. Ich habe nicht gedacht, dass der dann rechts runterfällt. Ja, ist ja okay. Aber sah jetzt so aus, als würde der einfach gerade auf dich zulaufen. Ja. Okay, hol ich mir jetzt noch schnell die 13.000 Seelen da drin. Und dein Plan ist dann rennen. Oh Gott. Tschüss, ihr Ficker. Mhm. Da sind bestimmt auch Gegner drin, oder? Ich hab keine, ich hab... Ah, wie schnell! Ja. Okay, da sie kommen. Hier ist noch gar nichts drin. Ich hab ein Steinchen gelegt! Steinchen gelegt, das ist schön. Oh Gott. Ja, der fällt natürlich nicht rechts runter. Schön. Oh, das ballert schon, ey. Ja, guck mal, hier liegt das Steinchen. Ja, hast du gut gemacht. Taktischer Stein ist es. Peter hat einen Stein gelegt. Wenn Peter ein Fels ist, ist er wie ein Ei. Okay. Heldenhuhne 1. Okay. Das ist schon mal gut. Ja, keine Ahnung, ey. Lol. Was bist du? Oh! Ah, der trifft dich nur so ein bisschen dadurch. Der Hummermann, was suchst du? Achso. Was ist das? Ne, das ist nicht der Hummermann. Ach, das ist so ein, die am Strand waren, oder? Diese die Tentakel, die Oktopus-Viecher. Da haben wir auch den Helm von. Da ist nochmal ein kleines. Ja, die kleinen waren nicht das Problem. Die großen kriegen nur Schaden, wenn du denen auf den Schnabel haust. Ja, oh, die Heilung. Da ist Heilung passiert. Natürlich. Oh Gott. Oh. Da ist jetzt dumm gelaufen. Jawohl! Oh nein, da sind mehr! Oh, da ist der Hebel. Okay, 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 okay. Kann ich hier ein Stück weggehen? Ja. Okay, da unten sind mehr Gegner. Ja. Oh Gott, da sind mehr Gegner! Moin. Einmal auf den Tisch gekloppt. Dafür brauchen wir Mana da oben. Das weiß ich nicht, aber der wird die ganze Zeit geheilt und hat Dingsschaden. Scharlach. Seit wann heilen die sich denn? Gute Perspektive. 16.000 Schaden, ordentlich. Ich weiß nicht, was passiert. Jawohl! Nice! Schon immer? Das habe ich noch nie gesehen. Krass, haben die das vorher nie gemacht? Oder ist es gepatcht worden? Okay.
Das ist ja hier alles schon schön aufregend. Da hat sich eine schwere Tür geöffnet. Wait, ist das notwendig gewesen, was wir hier gerade gemacht haben? Also so ein Hebel umlegen mit Tür geht auf, würde ich sagen, ja. Weil wie soll man denn da drauf kommen? Haben die in 180 Stunden bei mir auch nicht einmal gemacht. Ja, weil die wahrscheinlich nie an diese kleinen Viecher rangekommen sind. Aber... Ja, da sind in allen vier Ecken soll Liebe drin stecken, Peter. Ja, Christian, du hast recht. Boah, wie ich brillant ausgewichen bin. Rüstung der niederen Soldaten. Sehr gut. Ich denke, den Helm davon haben wir auch schon. Ja, und Säge der niederen Soldaten. Die ist neu. Könnte auch was Neues sagen. Diese gezackte Klinge an einem langen Griff ist eine typische Waffe für Fußsoldaten. Die Zacken sind ideal, um den Gegner auszubluten. Angeblich wird die Säge auch zum Zerlegen von Leichen verwendet, um die Milizen zu ernähren. Aber es gibt keine Beweise, die diese schrecklichen Gerüchte bestätigen können. Schön. Okay. Ihr könnt Regenbogensteine herstellen. Okay, danke. Ah, wir können Regenbogensteine. Ah, ja, sehr gut. Vielleicht ist ein bisschen Delay dabei. Dann ist die Tür. Die schwere. Ja, aber dann sind halt nur so Billo-Katakomben. Wir haben allerdings die noch nicht komplett erkundet, weil wir sind ja nur da runter gehüpft und die beiden Wege sind wir gar nicht gelaufen. Ja, stimmt. Hat's das reicht dann, Mana? Nee. Irgendwie hätte ich gerne mehr Tränke. Das ist das Falsche. Nee, ich will ja direkt... Achso, nee, du hast recht. Ich will erstmal das hier, genau. Na? LOL, das ist wieder der Mimik. Fight Arena heute. Okay, you can do it. Hallo, kämpf! Ja, erstmal Heilstein schmeißen. Sehr gute Idee. So, ich wollte nur mal. So, jetzt können sie beide loslegen. Wer gewinnt? Träne gegen Träne. Oh. 700 Schaden. Sind wir dreifach da? Ja, du kannst nicht nur die L2 spammen. Wäre geil, wenn die Mimik jetzt einen Stein wirft. Das stimmt, Reisierer. Ach, schade, nein, das ist ein Heilstein. Wie sie beide sich Heilsteine gelegt haben. Oh, das wäre zu schön gewesen. Oh, das sieht nicht gut aus um unsere Mimik. Die verkackt. Ja, die kriegt also am Anfang super viel Damage gemacht und danach voll kassiert. So, jetzt dritte Runde. Alter, jetzt hör doch mal auf, diese Heilsteine zu schmeißen. Oh, Mimik. Oh, Mimik. Ah, der dauert zu lange. Ja, wenn sie einen Hit setzt, ist super. Aber sie setzt zu wenig Hits. Oh. Das kannst du besser. Ja, drauf. Ach, Loser, Mimik. Ja, mich. Wollt ihr gerade parieren? Ja. Dann will er die ganze Zeit. Oh nein. Aber können wir auch. Oh nice. Asche des Schwarzflammenmönchs Amon. Amon? Oh mein Gott. Der ist OP. Ja, ist der OP? Stimmt. Asche, in der noch ein Geist verweilt. Hiermit ruft ihr den Geist her. Amon schwor der Götter tötende schwarze Flamme die Treue und wurde so zum ersten Feuermönch, der Verrat beging. Man könnte natürlich auch sagen, dass er aus purer Feigheit vor den Flammen der Riesen floh. Also von der Größe und Statur könnte da nur Johann sein. Welcher Johann? Heck. Ah, eine Todeswurzel. Haben wir hier auch gegönnt. Page ist besser. So.
Ja genau, was machen wir denn jetzt? Ja, warte mal, hier war noch ein Weg nach links. Wenn du zum Eingang zurückgehst, müsstest du ja wieder da auskommen, wo wir runtergehüpft sind, oder? Wäre das nicht besser? Weiß ich, aber hier gibt es ja noch einen Weg. Die Gegner respawnen ja eigentlich nicht. Oh mein Gott. Ist das eine Falle oder ein, nee, ist ein Aufzug? Ich glaube Aufzug. Bei den Katakomben finde ich die Fallen, muss ich sagen, mittlerweile sogar ganz gut. Die kann man immer nutzen, um die ganzen Gegner wegzumachen. Gerade so diese Dreierpfeile, die da durch den Gang heizen, das geht immer sehr gut. Zauberdrachen-Talisman, plus 2. Plus 2 ist ordentlich. Hallo Inuit. Joe. Stabil. Ja, wir haben schon wieder 100k Seelen, ey. Ja, wie viel brauchen wir wahrscheinlich? Oh. 98. Da sind wir doch nicht reingekommen. Ne, würde ich auch sagen. Vielleicht nur die Frage, wenn ich jetzt hinsetze. Ja gut. Ne, mach ich mal nicht. Oder? Mach ich mal nicht. Okay. Pet. Ach so, da sollten wir lang. Naja, da fehlt uns ja noch die ganze Karte. Wie wären wir denn sonst da hingekommen? Ja, dann frage ich mich halt auch. Ich gehe nochmal wieder rein. Hier ist mir zu kalt. Ich kann ja aktuell nochmal googeln, wie denn so die Tierklassen sind. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Oh, das kann ich nicht trinken, das ist belastend. Jesus Maria, ey. Oh. Die haben mich einfach getötet! Okay. Also laut Ranked Boost ist hier Black Flame Monk Amon Ashes F-Tier. Das ist nicht so gut, glaube ich. Ja, ist denn jetzt Marike? Nee, letzter Ort der Gnade ist ja jetzt, ne? Eigentlich schon. Letzter Ort der Gnade ist direkt um die Ecke. Ich glaube, man kommt ja auch wieder bei diesen Brücken aus, wo wir schon mal waren. Bis Markus die Heilung ist durchs Schwert. Also Licht an am besten direkt. Und da sind jetzt noch Gegner vor dir. Und links sind die 100.000 Seelen. Ach, weißt du was? Wow. Okay. Braucht aber ganz schön viel Mana. Nee, nee, das hatten wir schon. Was haben wir denn noch hier Schönes? Oh, das sieht doch ganz gut aus. Da hast du eben richtig viel Schaden von bekommen. Hallo, kann ich dich anvisieren? Jetzt? Ja. Was machst du da? Kommst du hier durch? Ey, kotzen kann ich auch. Soll ich jetzt warten, bis der verreckt? Ja, ich konnte den verhindern. Lass das mal. Gut, staggern, aber jetzt hat das mit dem Staggern irgendwie nicht mehr geklappt. Ja, okay. Oh mein Gott, da kam von rechts und ja, links ja, kommt ja, da noch was anderes auch rein. Hey. What? Kamera, was tust du? Alter, es gibt gar nicht wenig Leben wieder zurück, der Shit.
Okay, wenn ich an der Stelle versuche anzuvisieren, dreht er immer die Kamera um. Das ist ja Wahnsinn. Was soll das denn? Das ist Insanity. Lass dich nicht fressen von dem. Na gut. Dankeschön, Coffee und Letadi und Gajo und Original Svoy für eure Subs. Und Mephisto hatte noch Subs verschenkt. 5 Stück, Stück nämlich. Vielen lieben Dank. Und Moshmaster, Dankeschön auch für deinen Sub. Und allen anderen, die gesubbt haben. Ja, Tatsache. Also wir müssen jetzt gerade außen, da hinten links, um dann irgendwo. Ja, da ist dann 9, ne? Ja, genau. Ja, nee, ich geh ein Level machen. Weil irgendwann in den Tiefen da unten die ganzen Runen verlieren. Hätten wir eigentlich direkt machen sollen. Waren die Gegner wieder da? Renn durch im Zoll. Was haben wir denn schon? Geist. Kondition haben wir echt viel. Mana haben wir echt wenig. Benutzen wir das Schwert öfter? Ja, ja. Schönen guten Tag. Damage. Damage? Hola. Damage! 5 brauchen wir. Okay. Wo, was? Oh, wir hatten 5. Oh. Sehr gut. Brauchen wir jetzt 6? Ne, immer noch 5. Okay. Haben wir vielleicht auch noch so eine Träne? Nee. Okay. Wollen das würde uns fragen. Ja nicht passieren. Ja, reicht. Ach so. Wie viel haben wir denn jetzt? 9 zu 4. Hm, 9 zu 4 oder 8 zu 5? Ah, 9 zu 4 passt. Plus 9, okay. Schon cool. Ja, schon ziemlich nice, muss ich sagen. Ich finde immer am besten, wenn er es so da unten reindrückt. Wird jetzt erstmal rumgekotzt. Das hört sich fast an, als hätte er was gesagt. Er hat gesagt, crispy. Krass, schon wieder. 15.000 gibt es hier fast. Nun gut. Da ist noch einer. Hey. Da ist noch einer. Wie hieß der Dude, der Lord of Blood, den wir letzten Stream besiegt haben? Moog, ne? Moog. Ja. Ja, Moog hieß der, ist klar. Das ist eine gute Frage hier vom Chat gewesen. Ich glaube, wir haben den nicht. Den was? Den Talisman, der die L2 von Waffen verstärkt. Ach, weil so. Den hätten wir, glaube ich, auch mit dem anderen Schwert schon benutzt. Boah, ich weiß nicht mehr genau, welcher das war. Ich glaube nicht. Okay. Es hat jetzt hier nur noch einen Raum und dann... Oha. Aha. Aha. Ich wollte schon fragen. Das ist wieder so ein Vieh, oder? Ja, wie können denn hier bei solch zwei Mini-Viechern zwei Leute gestorben sein? Das ist ja völlig unmöglich. Ja.
Ach komm, du mit deiner Klatscherei da. Pause weg. Das mag der gar nicht. Nein, nein, nein. Na egal. Jawoll. Die geben echt gut Runen. Mein Gott, ja, ohne Witz. Ja, Stock. Runen. Nice. Ja, das war's jetzt hier. Ja, okay, umso besser. Dann kannst du jetzt ja ins neue Gebiet. Dann kommen wir raus. Und dieses gesamte Gebiet, Chat, ist optional? Oder wie, oder was? Aber ich denke, das ist hier Endboss. Von daher... Ey, Malenia ist doch nicht Endboss. Ja, ist optional. Ach, ist ja insane. Okay. Nicht Endboss? Oh mein Gott, Alter. The fuck? Nee, das ist nicht Endboss. Die ist komplett optional. Ach, das kann doch nicht. Du kannst doch nicht einfach sagen, ich beende jetzt das Spiel. Ja, doch. Hiermit stelle ich einen Antrag. Ich finde es ja, auch crazy. Oh, das ist ja wie bei dem Drachen, ey. Das ist ja super. Ja, have fun, good luck. Material sammeln. Ist das kein Gegner? Oh, Ralf, oh, wow. Ja, mit der, da kannst du mit jemandem reden. Wait, what? Was ist Sache? Da musst du aber absteigen früher. Ach, da, ach, das ist so ein Dude. Oh mein Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Zeig mir den Pfad oder sanfte Strahlen. Ja, ja. Den verheißenen Pfad zum Harligbaum. Ah, schön. Okay. Hast du noch mehr zu sagen? Irgendwelche Strahlen. Ja. Frage mich, wenn wir noch nie hier gewesen sind, wieso haben wir das da angemacht? Das habe ich mich auch gefragt. War das nur ein Versehen? Ist das von der Quest passiert oder so? Ja, weiß ich nicht. Naja. Reiten mal den Weg entlang. Was soll schon passieren? Keine 2 Meter weit gucken. Ja, geh einfach mal. Und dann kommt wahrscheinlich gleich der Drache. Dem Weg folgen, glaube ich, erstmal eine gute Idee. Ja, hier sind doch überall diese kleinen Lichtchen. Oh, Snagge. Moment. Was? Oh, immerhin. Aber kommt die jetzt mit? Hallo. Reitest sehr Richtung Osten. Ich glaube, das ist nicht mehr der Weg. Oh, das ist nicht der Weg. Oh, okay. Hello there. Sehr gut. Ja, moin. Hey, hey, hey. Wie er dem Pferd das hinten geschnüffelt hat. Also machen Hunde das halt. Oh, guck mal, hier ist so ein Dude. Der geht zeigt in die Richtung. Aber der Hund rennt immer noch hinterher, oder? Ja. Ja, ich glaube, das wollen wir auch eigentlich erst erkunden, das Gebiet, wenn es frei ist, oder? Ja, ja, ja. Ich kann nur gerade im Kampf halt die Karten nicht aufrufen, um... Achso, was ist denn da? Das hat natürlich voll Sinn. So, nämlich. Bisschen weiter noch Richtung Westen, dann sind wir wieder auf dem Weg. Okay. Jetzt hier lang, oder? Ne, Moment, nicht Richtung Norden. Wir müssen Richtung Norden. Ja, tendenziell Richtung Norden. Warte mal, steckt der da im Brunnen fest? Jo. Hab ich noch nie gesehen. Der andere will den ausbuddeln. Das ist ja mega nice. Na, was ist das jetzt wieder für eine Meta-Story? Tja. So. Der bleibt eingebuddelt. Jo, da links ist die Map dann auch, okay.
Also nicht links, links, sondern wenn du weiter Richtung Norden ist, dann auf der linken Seite. Siehst du es da genau. Das sehen wir auf jeden Fall. Ja, mal ein bisschen mehr Gas. Was soll schon passieren? Wir sehen den Grund. Alles gut. Oh oh. Wieso ist hier so viel Platz? Oh, es wird aber klarer. Das stimmt. Da ist die Karte. Und leider keine Gnade. Na gut. Weites Schneefeld. Okay. Aha. Okay, ich gehe jetzt auf die Karte. Geh mal weiter nach oben. Noch weiter. Nochmal. Achso, hier wegen dem. Das wird der Harlichbaum dann sein, ne? Ja, davon gehe ich auch mal aus. Wo kommen wir denn da hin? Hier rüber? Nee. Keine Ahnung. Wahrscheinlich durch das Schloss da. Ja, wahrscheinlich. Da ist wahrscheinlich ein Teleporter oder sowas. Ich will jetzt wissen, warum wir da so ein... Laut Chat habe ich den vor Ewigkeiten mal gemacht, weil ich dachte, da wäre ein Bild. Aber das ist doch Quatsch, das konnte ich doch gar nicht sehen da. Ihr seid in der Gnade vorbei. Ja, okay. Das ist ja auch sehr neblig. Ja. Vielleicht ist ja hier irgendwo eine. Im Zweifel ist hier ein Marikas Pfahl bestimmt. Hoffen wir mal. Das müssten doch die Ruinen sein, die wir da sehen, ne? Ja. Das sieht ja cool aus. Fliegende Geisterbäume. Ich glaube, da hat Sepp gerade gefarmt oder Hardy. Ordina, Stadt der Liturgien. Oh, ah, hier ist ja, hier ist zu. Oh. Ja, hat geschlossen, Christian. Ja, was soll denn das? Hey, wer bist du denn? Das Gegner, oder? Keine Ahnung, kannst du anvisieren? Ja, gerade nicht. Bestimmt wegen der Mauer. Da! Jo, da ist eine gerade, jo. Nice. Okay, den Hund kann ich auch nicht anvisieren. Geht nicht ab. Hallo? Okay. Christian, unser neuer Best of Cutter Holy Kebab hat die Anfrage gestellt, dass wir in so tun, als wenn wir im echten Leben Damage kriegen, wenn wir im Spiel Damage kriegen. Holy Kebab, was hast du da schon wieder für einen Quatsch vor? Wie würde ich mich wohl fühlen, wenn ich 200 Schaden bekomme? Autschi. Ist halt eher, tut nur ein bisschen weh oder ist schon ordentlich? Ne, den kann ich nicht anvisieren. Hallo? Die ignorieren uns hier völlig. Was soll denn das? Türe. Geht nicht. Klopf, klopf. Eher Tank oder eher Squishy? Also mit meinem Charakter bin ich eher so Glaskanone. Da sind 200 Schaden schon gar nicht so wenig. Wobei ich habe viel Leben. Aber ich kassiere auch viel Schaden. Okay, warte mal. Wieso sitzen die denn hier so? Das sind die Elben. Oh mein Gott. Können wir irgendwie sonst dem grünen Licht folgen oder sowas? Ja, das grüne Licht scheint... Da ist auch noch grünes Licht. Was macht das? Leuchtet grün. Aber hier leuchtet gar nichts mehr grün, wenn man hier hinläuft. Ah, wobei, doch, der Turm. Der nicht vorhandene Turm. Weißt du, in dem einen Magier-Ding musste man auf die Türme rauf und irgendwas aktivieren. Ja, stimmt. Aber du... Ne, hier kommt man aber nicht... Du bist doch noch nicht einmal komplett um diese Ruinen rum. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch einen Eingang oder so ein Shit. Keine Ahnung. Wenn, dann eher so hier.
Kannst du theoretisch, kann man da hochspringen? Nein, das ist so. Schwarze Klinge, das ist normalerweise. Die sieht bestimmt ganz cool aus. Fashion Souls. Wo sind denn da? Kapuze der schwarzen Klinge. Diese Assassinen, berüchtigt durch die Nacht der schwarzen Messer, oh ja, das weiß ich noch, waren allesamt Frauen und angeblich sogar Numen, die für ihre enge Verbindung zu Marika bekannt sind. Was sind denn nochmal Numen? Weiß ich nicht. Assassinen. Ah. Numa, ey. Aus Numen nur, ja genau. Die Numen waren ein Volk cool in aus. Der Welt, okay. Passt zu seinem Schwert eigentlich ganz gut. Aber der ist tatsächlich noch besser. Das ist ja Wahnsinn. Aber er ist halt nur so ein Tuch. Naja. Also, irgendwie müssen wir hier auf uns aufmerksam machen. Und ich weiß noch nicht so ganz, wie. Okay, jetzt bist du einmal rum. In die Stadt rein dürfen wir nicht. Türen aufmachen ist auch nicht. Vielleicht können wir irgendwas über die Dächer versuchen. Vor der ist auch ein Item. Was denn? Vor der ist auch ein Item, da. Also, auf dem anderen Dach. Musst du mit dem Pferd rüberspringen. Geil, Kuckuckshimmerstein. Hallo, ich wollte springen, was soll das denn? Oh. Achso, die Rüstung meint, ihr habt was anderes. Doa. Eine schwarze, lautlose Schuppenrüstung von den Assassinen der schwarzen Klinge. Die Macht ihres Schleiers ist noch nicht verflogen und dämpft die Schritte des Trägers. Diese Assassinen, berüchtigt durch die Nacht der schwarzen Messer, waren allesamt Frauen, angeblich sogar nun und so weiter. Das ist für ein bisschen sneaky-beaky-like. Ist überall zu. Überall. Bist du abgestiegen? Ja. Ja. Okay. Ich dachte irgendwie, mit dem Typen kann man reden. So, na guck mal. Bauch ist auch zu. Geil, aber dafür haben wir Fleisch gefunden. Super. Siegel untersuchen. Durch ein Siegel verschlossen. Ach so. Okay. Was sagt denn die Nachricht? Ich hab's geschafft, du, ich hab's geschafft. Da geben wir den Mann ab. Da rechts auf dem Vorplatz ist auch noch irgendwas. Da, ne? Ja. Ja. Kannst du anvisieren? Nee. Achso, da müssen wir so ein... Jo, da müssen wir so ein... Oh, das sieht aus wie ein Siegelgefängnis. Jo, stimmt. Oder werden dann einfach die Gegner hier activated? Erhält die vier Figuren im Siegelgefängnis. Gesundheit. Dankeschön. Erhellen. Achso, jetzt können wir auch da rein. Okay. Ach, so ist das. Cool. Very cool. Erhält die vier Figuren. Wie erhellen wir denn Sachen? Entweder killen oder interagieren. Ja. Müssen wir nur noch die Figürchen finden.
Oh, hier wird auch gekämpft. Also scheinbar sind Gegner jetzt da. Da leuchtet etwas. Aber nein, hier ist nichts. Warum? Feuerzeug, ja, hätte ich gerne. Kannst du schon reiten da? Nur für mich zur Info. Nein. Ah, okay. Oh mein Gott. Wir haben wieder unsichtbare Gegner hier gestellt. Und er ist halt legit einfach weg. Oh, warte mal. Das ist da, da rennt einer. Und er könnte auch ein Geist sein. Da? Da! Was? Jo, Moment, wie viel Leben hat er denn? Oh, oh, hier ist noch einer. Ach so, du siehst... Läuft. Ja, ja, ja. Du siehst die Fußspuren. Ah. Komm mal mit, mein Freund. Ja, 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 ja. Ganz gechillt. Lass das doch mal. Du bist ganz schön schnell, kann das sein? Okay, jetzt bin ich dran. Nee, bin ich nicht. Getrickst. Okay, what the also du fuck? Konntest halt, du konntest die Füßchen im Schnee sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde. So denn? Irgendwie kannst du die Schnur sichtbar machen. Ja, ich denke auch. Ich werde mich mal umsehen. Wobei man aber sagen muss, wir haben ja Feuerschaden. Und obwohl der Feuerschaden den getroffen hat, hat er nicht gebrannt. Stimmt. So, das erste, was einem entgegenspringt, finde ich, ist die blaue Laterne da hinten. Das ist richtig. Aber da kommst du nicht hin ohne Pferd. Da oben musst du bestimmt noch was machen. Sieht so aus, ne? Mhm. Da ist bestimmt eine der Figuren. Scheiße. Ich frage mich, wie viele Typen da sind, die da so rumeiern. Wahrscheinlich echt viele. Ja. Okay, moin. Oh mein Gott. Ey, meinst du, es hilft, die Rüstung anzuziehen? Alter. Ja. Von mir aus können wir das gerne mal ausprobieren. Das war ein kurzer Versuch. Huren. Gerade war es der gleiche, also derselbe Typ, der dich zweimal gebackstabbt hat, oder war es schon der zweite? Ja, gute Frage. Was haben wir denn da? Meinst du, wir spielen, wir sind einfach eine von denen? Klar. One of them, one of them, one of them. Ich meine, man findet das Set ja auch, warte mal, wie hieß die? Schwarze Klinge, ne? Ja. Guck mal, wie durchsichtig wir schon sind. Ja, stimmt. Das ist so ein Cloak. Okay, war das gerade gestorben? Das hatte ich vorhin genau an der gleichen Stelle. Seltsam. Können wir eigentlich irgendwas machen? Ne, ducken. Oder haben wir irgendein Item, was man benutzen kann? Und dann hat man irgendwie Klarsicht. Und direkt vorne, guck mal, direkt vorne hoch. Da ist auch so eine Figur oben. Jo, stimmt. Ach, schade, ich habe gedacht, man könnte den da jetzt sehen. Ja, wird super. Krass, wir machen keine Schrittgeräusche. Nee, das ist echt krass. Das ist mega weird. Das ist total leise. Wir schleichen uns jetzt einfach komplett da durch. Wo bist du lang? Hier unten, ne? Oh, warte mal. Was? Als wenn wir schon... Ach Quatsch, wir spielen doch nicht eine Stunde. Was soll das denn? Ich fürchte schon. Okay, ich fürchte, wir sehen den nicht, Peter. Ich fürchte auch.
Ich bin gegen den gelaufen! Okay, der Move ist krass. Oh, der Hund ist wieder da. Okay, das hat also leider so gar nicht geholfen irgendwie. Nee, die Rüstungen sind nicht. Hätte ja sein können. Also kannst du auch wieder wechseln. Die Frage ist, was hatten wir an? Ja, das kriegen wir hin. Lathe Shit. Wir hatten als Helm das Ding. Wir hatten auf jeden Fall Blaves Rüstung an. Jetzt ist die Frage, was noch? So sieht doch gut aus. Ja, wenn du nicht gerade kein Fat Roll hast, ist doch okay. Ja, schon wieder. Okay. Ich versuch es mit Geschwindigkeit. Ich mache aber sofort mal das Ding. Ja, ich probiere mal. Ich habe das Gefühl, die Backstab nicht einfach, indem du an denen vorbeiläufst. Ja, Huren sind das. Und also vor denen, ich bin ja vor denen gerade weggerannt, also die sind mindestens genauso schnell wie der Spieler. Ja, aber ich bin Zing Zing. Okay, krasser. Zing Zing sehen wir jetzt, na gut. Also irgendwie muss man die sichtbar machen und das muss irgendwas sein. Was man entweder da findet, jeder Otto hat oder man mal eben kaufen kann, weil sonst wäre das zu krasse Hürde. Bist du schon? Ich hab dich eigentlich wieder eingeladen. Hast du keine gekriegt? Ich hatte auf irgendwas annehmen gedrückt, aber warte. Hab ich gemacht. Nee. Shareplay beenden. Und wieder eingeladen. Ist was gekommen? Ja. Der hat nur nicht geladen. Eine Leiter gefunden. Ich bin noch im Beitrittsprozess. Okay, ich habe schon eine angemacht. Wieso dauert das so lange gerade bei dem Beitreten? Was ist das schon wieder für ein Shit? Weiß ich nicht. Aber es dauert erstaunlich lange. Ah, jetzt bin ich drin. Okay. Ah, direkt am Anfang runtergesprungen. Ja. Ja, mal gucken, ob man die alle in einem Run anmachen muss oder. Direkt am Anfang runtergesprungen, außen rumgelaufen, bis zum Rand quasi und hier war direkt eine Leiter hoch. Ah ja. Ist jetzt eine Möglichkeit, auf den Dächern zu bleiben? Eigentlich nicht, oder? Da hinten sehe ich einen Gegner. Hä? Tatsache. Wie weit geht unser Shit hier? Auch schon? Nee, so weit geht das nicht. Aber er! Ja, der schießt doch mit Pfeilen. Absolute Frechheit. Okay, dann push ich den mal. Hätte direkt zwei ins Knie gesetzt. Nein! Item. Also was? Mich da trifft. Der kann von oben runter schießen, frech. Ich bin welcher Panik. Warum denn? Wohin muss ich als nächstes? Wo ist eine Leiter? Also noch brauchst du keine Panik. Ich glaube, wir wirst noch nicht verfolgt, oder? Ja, aber es wird ja kommen. Oh mein Gott. Nein, du Fickerich! Okay. Run, boy, run.
nach Leitern Ausschau halten. Ah, ja. Leitern. Leiter. Leiter. Da ist keine Leiter. Keine Leiter. Folgt er mir? Ja. Ja. Okay, mehr Leitern. Drei Pfeile ist krass. Was ein Asshole. Oh oh. Er war knapp daneben. Aber der ist noch hinter dir. Würde ich wohl auch sagen. Der hat keine verfickten Leitern, das gibt's doch nicht. Okay, also hätte ich einfach mal den Sprung schaffen sollen, dann wäre das vielleicht besser gewesen für mich. Da ist eine Leiter und die kenne ich. Ja, das ist die Leiter, ja genau, das ist die bekannte. Aber egal, die nehmen wir jetzt nochmal und diesmal versuche ich den Sprung nicht zu versauen. Das Problem ist, du bist so viel tiefer. Ich will jetzt nicht sagen, dass man den auf keinen Fall schafft, aber... Mann! Das ist egal. Rechts, 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 oder? Was? Ja, die habe ich gesehen. Nice. Der Typ ist auch darüber gesprungen, dann müsste der jetzt hinter dir die Leiter hochkommen, ne? Da ist noch eine Leiter und dann bist du wahrscheinlich bei der zweiten Figur. Okay. Ist der bereits da? Da ist er. Nee. Oh, Gott. Oh mein Gott. Boah. Da ist noch da eine. Warte, das ist, du siehst doch die Leiter, ne? Ja, ich will noch die Position der vierten Figur wissen. Ist die da unten? Ist das die vierte Figur? Nee, die ist doch nicht einfach so am Boden, oder? Weiß ich nicht. Das war ja das, was auch angebetet wurde. Also ich meine, kann sein. Also da über die, stimmt, guck mal, über die Leiter, die du da unten siehst, musst du da aufs Dach, wo die Blutfleckchen drauf sind. Oder ich springe hier aufs Dach und dann gehe ich einfach rüber. Ja, wie kommst du dann weiter? Da hochspringen? Also wie kommst du auf das Dach da? Meinst du, das geht? Ja, wenn ich nicht so unfähig wäre, wäre das vielleicht möglich. Weil dann kommst du rüber. Da sind aber Blutflecken, das heißt, da wird auf jeden Fall einer auf dich warten. Ja, da kämpft auch gerade einer. Scheiße passieren. Na komm, let's go. Was kann schon passieren? Achso, da schießt zwei auf dich. Jawohl. Kurz Zeit verschaffen. Oh, gut. Zwei Pfeile im Kopf. Einfach durchgerannt so. Okay. Das war's? Keine Rückmeldung, nichts? Lampe leuchtet da oben jetzt, oder? Achso, ja, vorher okay. Auch schon an. Ja, wahrscheinlich nicht. Also du meinst, die wäre dann jetzt links unter dir, ne? Ja, ich weiß nicht, wo sonst, ehrlich gesagt. Ich guck mich gerade schon so suchend um. Kann sein. Und da kommt auch Licht her, aber das glaube ich fast nicht. Zwei von vier, let's go. Ne, drei von vier müssten wir haben. Eigentlich drei von vier, hätte ich jetzt auch gesagt. Wenn Peter am Anfang eine hatte, wo ich, ja, hatte ich. Ich da war. Das ist der nächste Archer. Oh oh. Das ist okay. Ah ja, das sind ja die Numen. Die Assassininnen. In meiner Theorie ist das Vieh jetzt direkt unter mir, weil ich aktivieren muss. Ja. Also da drunter, unter diesem Vorhang. Ja. Vorbau, Mann. Vorbau, Mann. Oh, ich sehe sie aber auch nicht.
guck mich nochmal um. Na, was möchtest du denn? Die schreien immer so theatralisch, dabei fallen die nur so ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist wirklich. Da das sieht so aus, sein. Als wäre da was, ja. Ne? Oh, wenn ich jetzt hier diesen Scheiß. Warte mal, was habe ich zu verlieren? Let's go hier rüber. Wieso zu verlieren? Ja, wenn ich einmal runterspringe, bin ich nicht mehr auf den Dächern, aber da ist nichts dran. Aber das ist doch das vierte. Meinst du, das ist es? Ja, doch, sieht ja, schon so aus, ne? Das ist auf jeden Fall eine Statue. Ja, komm. Wäre jetzt blöd, wenn es die ist, die schon hat. Nee, die hatte ich noch nicht. Aber dann gehe ich einen sneaky Weg, in der Hoffnung, keinen zu triggern. Naja, die Bogenschützin, die hast du auf jeden Fall getriggert. Ja, die kann ich mal. Jawohl. Sehr gut. Boah, muss ja gar nichts sehen. Oh! Ich muss nicht mal zurück. Ja, praktisch. Ja, mega nice. Aber cool. Chat war doch easy. So, Chat, wie konnte man die jetzt sichtbar machen? Ich meine, wir brauchen das natürlich nicht, jetzt aber... brauchen wir nicht mehr. Fackel des Wächters mit einer Fackel. Ah, eine spezielle Fackel durch eine Fackel vom Händler. Also nicht eine Billo-Fackel, sondern eine Fackel-Fackel. Machst du da? Ich such die Fackel. Wie die Fackel? Ich will die gucken, ob die ist wir... bei... Ach so, meinst du wirklich? Nee. Doch keine normale Fackel. Echt jetzt? Nee, die haben die gar nicht. Okay. Dann... Hier heißt echt einer Fackel des Wächters. Endlich dein Moment. Achso, nee, der hat nur Fackel des Wächters geschrieben. Achso, Entschuldigung. Aber ist okay. Ah, guck mal, der ist wirklich so ein Teleporter. Ja, Mann. Gut predicted. Im äußeren City Ring, okay. Hier sind die Flöten-Dudes wieder. Oder die Trompeten-Dudes wohl eher. Alter, das sieht ja crazy aus hier. Die Keller war der Zwillingsbruder, ne? Alter. Von hier Melanie. Ah, das ist eine gute Frage. Korrekt, mein. Bei jedem neuen Gebiet, Chat, jetzt geht's erst richtig los. Der war nicht kaputt, oder? Ah, doch. Nice von mir. Schön, wenn man überall runterfallen kann. Ja, einfach an sich glauben. Sakramentsknospe. Nice. Alter, das wird... Christian, das wird... In, Alter, das wird ja, interessant. Ja, ja. Die fliegen alle. Du kannst doch da runterlaufen, ne? Du musst nicht springen. Wieso kann... Wie? Ja, ach, da. Nee. Doch. Oh, nee, ist aber scheiße. Da komme ich nicht wieder da hoch. Da musst du springen, oder? Ich glaube, da komme ich nicht hoch. Ich guck noch mal weiter. Hier sind ja noch... Ja, das gefällt mir jetzt hier aber nicht. Alter. Da hat er mich reingelegt. Der war wirklich noch nicht tot, Christian. Das war der. Okay, ja. So sterben die da alle. Oh nein. Ach, die springen hier bestimmt irgendwo hin. Gott. Na, let's go. Danke. Tschüss. Mach's gut. Fernkampf versuchen. Oh, was ist das denn? Das ist ja eine Ameise. Ja, aber eine kleine nur.
Welchen Weg gehst du? Oh Gott. Okay, hast mich reingelegt. Jo, Klaus Malzbier, alles gut, dankeschön. Ich hoffe bei dir auch. Hallo Klaus. Scheiße, wir haben echt zu wenig Fernkampfzauber, fällt mir gerade mal so auf. Okay. Weiter geht's. Oh nein. Okay, wir müssen in Bewegung bleiben, ich verstehe. Okay. 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 Hat nicht funktioniert. Die machen ganz schön viel Schaden. Die machen echt ganz schön viel Schaden. Okay, let's go, Christian. Die haben mich gut erwischt. Ja. Nichts nach Essen. Boah. Die Gargoyles, ne, die haben wir immer noch nicht gemacht. One-Hit war einfach. Dextermann hat gerade 10 Stufe 1 Subs versteckt. Vielen lieben Dank, Dextermann. Bist du hier runter? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh. Ja. Ja, da bin ich runter. Ja, genau da. Da unten ist ein Item. Ja, Emma ist excited. Hui. Ach, dieser Mist. Hui. Tschüss. Ja, ich wollte den Skill noch ändern vom Schwert. Das ist absolut korrekt, Shit. Da sind ja 3 Ameisen. Nee, das wird nichts, Christian, glaube ich. Nee, da müssen wir zu viel Fernkampf-Zauber-Quatsch machen. Aber was riecht denn hier so lecker? Anni? Ameisen? Machst du gerade schon Essen? Hier riecht irgendwas lecker. Machst du gerade schon Essen? Nein. Was riecht denn hier so lecker? Ja, achso, von draußen meinst du? Irgendjemand grillt, glaube ich. Wieso? Achso, okay. Du willst nichts mehr? Ja. Okay. Ja, oder? Draußen wird gegrillt, Nachbar grillen und es zieht genau in meine Nase. Ah, und ich habe heute Pizza mit Koch gemacht, dieses. Ah ja. Ich ja, sag ja. mal, interessante Gericht. Sag mal, du bist gut satt, oder? Ja, oder geht. Gar hab, nicht. Eins nee, vorbei. Nicht so wirklich. Hanni schiebt mir sofort noch eine Fertigpizza rein. So. Sehr gut. Das ist eigentlich unser Ziel oh, hier. Mehr, oh, mehr! Mehr Ameisen! Bläh. Unser Ziel ist Ameisen. Wahrscheinlich, irgendwie weiterzukommen. Ach, wir sind dich beschießen jetzt schon wieder, ey. Ja, aber nein, klar, weiterzukommen. Wenn ich das so richtig interpretiere, heißt es immer weiter runter. Ja, denke ich auch mal. Oh Gott. Ich werde gerade verarscht einfach vom Chat. Weil meine Aussage war vielleicht wirklich ein bisschen dumm. Was denn? Unser Ziel ist es, weiterzukommen. Ach so, Peter. Sehr gut. Das sieht mir nicht aus, als wäre da was. Nee. Das sieht auch nicht so aus, als würde das hochgehen. Das sieht, also, Moment. Das sieht nicht so aus, als würde es runtergehen. Ja, ich, wir sind uns einig. Es stehen hier 2 Nachrichten. Stiller Verbündeter versuchen? Nee. Geheimgang? Als wenn wir hier die Mimik rufen können.
Da sind auf jeden Fall Items und das ist ja schon was Suspicious. Oh, das ist Scharlachfäule. Oh mein fucking Gott. Keine Panik, Christian, keine Panik, alles ist gut. Oh oh. Rollen! Ja. Etwa das blaue Item ist Schmutz. Okay, das ist kein Schmutz. Das ist eine Numenrune. War ganz schön knapp gerade. Ja, allerdings. Hüp. Leider treten. Oh ne, wir können runter. Haben wir nicht irgendwas hier so Boli? Ja, das. Perfekt. Stimmt, wir haben einen Zauber. Ah, wobei, den haben wir nicht mit. Okay, gehen wir jetzt hier so treppchenmäßig oder? Boah, also Leiter klingt auch geil. Ja, ich glaube, die Leiter geht sogar dahin, wo man da runter, oder? Die Leiter geht dahin, wo man so runter. Ja, wo du jetzt daraus fallen würdest, kommst du da auch da runter. Ich glaube, den Fall würdest du auch nicht überleben. Ja, das sieht ein bisschen sehr hoch aus, das stimmt. Da ist ein Schalter. Hebel. Okay, fuck geht you. Nicht. Wir müssen erst nach da, da unten und den Aufzug aktivieren. Oh! Das ist meine Gnade. Woo. Boah, ich dachte gerade, da wäre ein Abgrund, ich dachte Alter. Auch, da wär holy Abgrund. Shit. Das war ja leicht. 80.000 können wir, wir können schon wieder leveln. Können wir jetzt das, können wir jetzt theoretisch hier auf der Schild ein anderes Ding packen? Kriegsasche? Ja, klar. Haben wir No-Skills-Kriegsasche dabei? Stimmt. Wo ist denn hier? Kriegsasche. So, unser Schild. Nee, haben wir natürlich nicht. Ob's Barriere oder unbeugsamer Schwur. Ja, schade. Ich glaube, die gibt's in dem Haus Vulkan bei dem Typen, der da nicht mehr da ist, aber mit dem man trotzdem aus irgendeinem Grund handeln kann. Aus Vulkan. Der nicht mehr da ist, aber mit dem man noch handeln kann. Okay. Patch, nee, nicht Patches, ne? Nee. Ach, Bernal, yo. Ey, aber als wenn wir nie eine gefunden haben. Ich glaube, ich habe 4 Stück oder sowas. Krass. Ja, wir handeln mit seinem Schwert. Da, ne? Kein ja, Talent. Genau. Ja, genau. Wofür brauchst du das? Auf unser Schild. Damit unser Schild nicht mehr versucht zu parieren, sondern wir, wenn wir unser Schild tragen, die Waffe, die L2 der Waffe machen. Mhm. Also das. Ja. Ja. Affinität gewährt. Weil das kann man ausruhen. Einfach Standard lassen. Jetzt, wo die jetzt alle wechseln, können wir hier schlagen. Nee, können wir nicht. Wenn du jetzt L2 drückst, während du das Schild aktiv hast, wird unsere Waffennummer aktiviert und nicht pariert. Okay. Okay. Jörgson. Ja. Ja. Funktioniert. Wir haben aber einiges. Wir brauchen noch 30.000 Runen. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Dankeschön, Karakus Wolf. Für die 5 verschenkten Subs. Dankeschön. Joa, Restplatten mal 8. Oh. Ah, ein bisschen drüber. Okay. Was haben wir denn? Geist, Kondition oder Glaube? Na, unsere Waffe skaliert B mit Glaube, also würde ich sagen, Glaube ist schon geil. Ja. Nun gut. Oh, da ist wieder eine Leiter. Den Text lesen wir natürlich nicht. Oh, ja, moin. Bäh.
aber cool. Also solange nur die kommen. Und nicht noch die, die irgendwie hier Unverwundbarkeit gewähren oder so. Wo kommst du denn her? Ja, ich hab den runterfallen hören, aber... Sieht aus wie aus Davy Jones' Crew. Da sind ja noch mehr. Wieso ist da eine Plattform? Was machen die Ameisen da? Wo bin ich überhaupt? So viele Fragen. Gehen wir die Leiter hoch? Oh, ja. Oh, so ein Blickwagen. Oh, jetzt kann schon Party am Start. Ihr könnt doch bestimmt keine Leiter laufen, Leute, oder? Das heißt, ihr ollert doch bestimmt hier runter. Das ist gerade ein bisschen doof. Ja, das ist jetzt gerade wirklich ein bisschen doof. Ja, geil. 12 Schaden. Aber dann geht er zumindest. Ah ja. Oh nein. Na, halt. Woran hat denn der Vogel-Dude sich vergangen da? An einem Ast. Naja, okay. Da ist bestimmt ein Loch drin. Oh. Da ist noch ein Item, wenn du da drüber springst. Oh. Jawohl, stark gemacht. Oh, da ist auch vor allen Dingen Löwe. Die waren böse. Ja, stimmt. Kann man den backstammen? Oh. Doch erst das Item, Junge! Ha! Ah, ist egal, okay, ob der erste war. Das war sehr gut. Ja, aber wirklich. Okay, Marika, also hier ist der Trainer. Drachen-Talisman plus 2, was ist das denn? Da, der leuchtet aber schick. Erhöht die Resistenz gegen nicht körperlichen Schaden erheblich. Also auch magischen? Die uralten Drachen, ja, okay, das ist gleich wie immer, oder? Ja. Nicht körperlicher Schaden, ja, müsste ja auch mit magischen. Magisch, Feuer, Blitz, heilig. Aber nicht ganz so krass wie Feuer. Feuer plus 1 ist bei 38% und alles plus 2 ist bei 32%. Ich meine, ergibt ja auch Sinn, dass der ja. Macht, alles macht weniger einzeln. Da gehen wir auf 42 körperlich hoch und 10% weniger Damage. Und hüpp. Jawohl. Jetzt können wir wieder hier runter, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Hast du noch was gesehen? Naja, den Sprung schafft man, glaube ich, nicht ganz. Nee, glaube ich auch nicht. Können wir denn hier irgendwie hin? Oh. Ja, klar. Ja, kann man. Ja, wenn wir schon mal oben sind, ne? Knappe Messen. Okay, Freunde, ich weiß, ihr seid hier. Wo seid ihr? Als wenn hier kein Gegner ist. Nee, Visions of Sorrow, wir machen bei dem 20-Stunden-Stream tatsächlich, Alter, kein Elden Ring zusammen. Weil ich bin nicht da. Da waren doch ein paar Gegner. Okay, hier können wir wieder runter. Da können wir weiter hoch. Erstmal weiter hoch. Kein Gegner, ja, habe ich mir auch in dem Moment gedacht. Ja, einfach so eine Riesengruppe so. Okay, wow, warum? Ja, geile Butterflies, ja. Guck mal, du benimmst die nicht mal mit. Nee.
Was wird Chris von 6 bis 11 spielen? Ja, das erzählt Chris dir dann morgens um 6. Erstmal wird Chris morgens um 6 frühstücken. Und dann gucken wir mal. Irgendwas Schönes finden wir schon. Im Zweifel spiele ich meinen Charakter weiter. Aber er hat das ganze Wochenende nichts gezockt, Alter. War ja fett. Sonntag habe ich ein bisschen Elden Ring gespielt, tatsächlich. Und da ist mir dann aufgefallen, ich muss noch echt viel nachholen. Ich habe die Kanalisation jetzt fertig, die Stadt fertig und bin irgendwo im Riesengebiet. Da habe ich den Drachen gemacht. Okay, bist du der Einzige, der da kommt? Nein. Nein, natürlich nicht. Na klar bist du jetzt getriggert. Oh Gott. Sieht so aus, als würdest du da so ein bisschen feststecken. Ne, ich hab's zu früh gemacht. Schlagen! Boah, Alter. Easy. Okay, der ist aber nicht getriggert. Na gut. Ha! Okay, hier waren drei krasse Gegner. Hier steht so eine richtig fette Statue von Mutter und Tochter. Hm. Sieht ein bisschen so aus, ja. Oh! Another one. Haben wir irgendwas? Irgendwas noch nicht auf plus 10? Nee. Ja, scheiße, bringt uns gar nicht. Wobei, sollten wir das andere Schwert irgendwann mal auspacken, können wir das jetzt auch auf plus 10 bringen, oder? Hatten wir noch nicht. Oder doch? Ich glaube, das hatten wir auch. Nur die Sense, glaube ich, noch nicht. Oh, wow. Ja, die Sense, ne? Achso, der ist für die plus 25. Nee, dann können wir mit der Sense nichts machen. Die ist so stark, Alter. Ist auch geil, ja. Holy fuck, ey. Oh, geil. Ja, aber wir sind noch nicht runtergegangen. Doch, wir sind noch ein bisschen weiter runter, oder? Gefühl schon. Wir hatten halt von der letzten Gnade noch auf jeden Fall noch einen Weg. 63, ja, wir brauchen noch das Doppelte, 120 oder so brauchen wir. Upp. Also war ein Weg war da noch offen, wo ich meinte, jo, gehen wir jetzt hoch oder gehen wir weiter runter? Aber ich glaube, so eine beschwörende Scheiß-Snagge. Ja, die beschwört Sachen. Ja, ja, ich hasse diese Dinger. Okay, kann ich hier droppen? Ja, könnte ja, ich. Ja, würde ich sagen schon. Und dann... Aber kannst du auch mit Fernkampf theoretisch, aber wir haben halt keinen vernünftigen Fernkampf. Normal. Du willst nicht zur Snagge schleichen. Von hinten und kommt auch was. Schläge einfach wegmachen. Da sind mehrere solche Snaggen scheinbar. Da bist du. Ja, noch einer irgendwo. Oh, drei Snaggen. Ich hasse es. Du bist immer genau im Trott, wie ich ausweiche. Mag ich nicht. Kannst du hier reinspringen? Ich hoffe nicht. Ein paar Dunkelschmiedesteine ist auch nicht so verkehrt. Ne, Moment mal. Die Snagge ist davon gekommen. Wollte ich gar nicht. Na ja, gut. Haben wir geblockt mit der L2? Nein. Hä? Ist nur so ein Schubser von denen? Ja, weiß ich auch nicht. Die stupsen einen manchmal nur so an. Gut für mich. Stupf, stupf. Ey, Moment mal. Das so ist ja doch nicht abgesprochen hier. Hey, hier kommt man ja wieder nirgendwo hin. Soll ich hier wieder runterdroppen irgendwo? Das sieht mir nicht so aus. Sieht nicht danach aus.
Hier irgendwo. Vielleicht war das nur für die äonischen Butterflies da. Ja, die geilen Schmetterlinge. Schmetterlinge. Er geht wieder zurück, oder? Ist er wieder zurück? Oder? Aber die Snake habe ich noch nicht gesehen. Ja, auch nicht. Vielleicht ist die da drunter. Ich weiß es nicht. Warum? Ich habe auf dich gewartet. Hüpp. Ich höre den Zauber von rechts. Ah, aha. Was denn? Nice. Ja, das war's. Sehr gut. Ich höre noch einen Zauber. Ja, da unten. Nee, nicht so weit unten, oder? Nee. Nee. Aber da irgendwo. Ja. Hatten da gerade was geschmissen? Ja, auch eine gute Frage. Okay, wie kommen wir darüber? Kannst du da links oben drauf? Ja, hier, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Aber da kannst du nicht drauf, okay. Also da drauf, das ist doch zu hoch. Finde ich auch, oder? Schwierig. Ich glaube, ich würde eher auf das rechte springen. Ja. Ah, okay, das war kein Problem. So, wo ist der Bimmelmeister hier? Ihr eiert da einfach nur ein bisschen rum. Da liegen ein paar Items. Aber wieso hast du so gelbe Augen? Gib mir Seelen. Oh, der konnte einem aber auch Scharlach geben. Mhm. Oh ja, was willst du, Heli? Naja, ich will jetzt nicht abgeholt werden. Da ist ein Item, da rennen wir hin. Da hinten ist eine Leiter. Man könnte aber auch hier runter. Da ist auch eine Leiter. Dann machen wir das. Ich mute mich mal kurz. Hier ist lauter Heli. Heli? Wieder ein Helikopter? Ja, klar. Das ist meiner. Hier ist wirklich eine Türe. Aber so. Okay. Ah, hört man nicht, ja, und dann ist ja gut. Was ist denn für eine unnötige Leiter? Ist nur, wenn du da runterfällst, oder was? Oder da links? Da? Jetzt links? Ja, also da ist am... Achso, nee, da links ist gar nicht gut. Da ist einer runtergefallen. Da ist einer in der Ecke gekommen. Tschüss. Okay, das heißt, wir müssen da irgendwie runterfallen, damit wir da reinkommen. So gesehen. Da ist noch einer. Die sind alle einzeln kommen, nice. Dankeschön, Foxy, für 5 Euro Trinkgeld. Okay, ich muss auf YouTube verdrängen, dass ich morgen einen Abschluss habe. Was für ein Abschluss? Die aktuell so Abi-Wochen? Ja, wahrscheinlich, ne? Nein. Gut, ich habe hier gar nicht gesehen. Der eine ist, glaube ich, noch nicht tot. Mhm. Ja, ich hatte gerade, der stand gerade so günstig. Eigentlich wollte ich dem in den Rücken stechen. Ja, okay. Dankeschön noch der Exi und Felix Schmelix und Hyperion und Dala und Sin City und Niro Asa und Charatur und Surya Yaragana für eure Subs. Dankeschön. Okay, also da runter droppen ist von der Seite hier nicht drin. Das heißt, nächste Leiter runter oder hier. Oh. Da ist wieder der Zwischenraum, wo du gerade vorstandest. Aus irgendeinem Grund kannst du da auch die Leiter hochnehmen. Das habe ich auch nicht verstanden. Tja, wollen wir denn... Aha. Ach, vielleicht damit man wieder zurückkommt? Ja, hier könntest du wieder darüber springen. Ja, stimmt. Ja, aber auch nicht. Okay, das ist einfach eine Eingangstür. Na gut. Was wartet denn hier so auf einen?
Das ist hier die Türe rechts rein, oder? Und dann hinten durch. Nicht dann Feuer? Nee. Danke, danke schön. Nee, ja, das glaube ich nicht. Okay, da gehe ich nicht, das ist Bait. Problem ist, hier ist auch Bait. Oh. Nice. Jawohl! IAK Abschlussübung, Prüfung. Ah ja, geht's weit. Ach wow. Das war gar keine Schnecke. Das war ja jetzt enttäuschend. Ja, Foxy, viel Erfolg, ne? Auch wenn du nicht gelernt hast. Sehr schlecht. Dann noch Kinetics, dankeschön. Chuck Time. Jawoll. Oh, nice. Mehr Materialien. Ja. Sind denn so viele Leute hier gestorben? Das ist alles für Christian Klacks. Ja, der Typ da gerade war doch echt, also. Weißt du nicht, was. Ach so, doch. Wo tappst hier noch einer? Also es gibt einmal die Tür da und den normalen aus. Oh. I don't know about that. Oh, wer bist du denn? Du siehst ja fies aus. Ganz schön groß. Hm. Rechts von dir auch ein Dude. Ja, rechts von dir auch ein Dude. Ich habe ihn gesehen, aber der kommt auf mich zu. Okay, das ist so ein Nahkampfzauber. Finde ich ganz schön assig. Ich bin schneller. Ich bin nicht schneller. Wie frech. Okay, das geht nicht durch. Du machst das zweimal hintereinander. Alter, haben nicht viel Leben. Das war jetzt ärgerlich. Ich geh mir hier gerade ein bisschen auf den. Ey. Ey, Kamera, ich hasse dich in solchen engen Gebieten. Item. Alter, ja moin. Fuck you. Ja. Okay. Scheiße. Da scheint eine schwierige Stelle zu sein. Er hatte dein Item verpasst. Ja, aber für mich sind da mittlerweile alles nur noch irgendwelche komischen Herstellungsmaterialien, die man eh nicht braucht. Da müsstest du ja jetzt eigentlich rüberspringen können, oder? Die können ja nicht springen. Oder? Also, die können springen, aber niemals so weit. Die Leiter runter rechts. Ja, Chat meinte, hier oben wäre noch irgendwas. Und ich dachte, ich kann mal cool zum Blick drauf werfen, vielleicht. Oh, die kommen doch rüber. Oh, so, ja, das ist ziemlich easy. Nee. Kein Blick wird drauf geworfen. Blick wird versperrt. Problem ist, davon. Leiter runter kommen die auch. Oh, jetzt wird wild. Gutes an dem Spot, an dem ich gerade gestorben bin, ist mal. Ah, nicht dadurch. Ist man ja relativ zackig. Okay, pass auf. Warum? Weil ich von hier aus vielleicht erst den einen machen kann und dann den anderen, war mein Gedanke. Okay. Genau. Wenn klappt, bin ich Fan davon.
Ah, scheiße. Okay, hat nicht geklappt. Ich wurde instant gefickt. Sorry, Christian, das waren 100.000 Seelen. Ja, hey. Aber ich dachte, das wäre ein kluger Weg. Grundsätzlich war das grundsätzlich auch ein kluger Weg. Auch. Komisch, aber ich frage mich nur, konntest du den nicht backstabben, weil du einen Ticken falsch gestanden hast? Oder weil bei dem gar nicht geht? Du hast den selber doch schon gebackstabbt, oder? Ja, stimmt. Aber ich wollte ihn backstabben, aber ich hab's nicht hingekriegt, leider. Dankeschön, Nezu, für 98 Stufe 1 Subs. Dankeschön. 98? Für 10 Stufe 1 Subs. Er heißt Nezu 98, so. Ja. Ich finde ein bisschen blöd, dass die beiden Kollegen relativ weit auseinander stehen. Magst du mal kurz weiterspielen? Ich werde gerade angerufen. Ja. Einen haben wir. Okay, ich treffe ihn da nicht. Komm mir doch mal ein bisschen näher, Freund. Okay, grundsätzlich Christians Ansatz zu sagen. Ach, Bullshit. Es kann nicht wahr sein, wie er einen wegfickt. Ah ne, warte mal. Das war dumm. Christian ist ja gar nicht da. Okay, auch mal was Neues. Das hat keiner gesehen, Chat. Das hat überhaupt niemand gesehen. Fuck me, Alter, was war das denn? Mit Springen habe ich jetzt heute nicht, ey. Ich drücke immer zu spät. Wie Christian hat's gesehen? Oh Mann. Ich dachte, er ist auf K. Ah ne, der telefoniert ja. Scheiße. Hier am Arsch lecken, ihr Ficker. Was ist da denn noch?
Na, gucke mal an. Na, gucke mal. Na, gucke mal. Nehmen wir doch den Weg. Kann man vorher auch noch ein bisschen die Aussicht genießen. Da kommt ein großes Gebiet. Da wart ihr schon, ja, I know. Loretta kommt jetzt. Okay, ich darf nicht reiten, das finde ich unfair. Es tickt Loretta. Loretta. Wir haben, glaube ich, schon mal gegen eine Loretta gekämpft. Oh, Scheiße. What? What? Oh mein Gott. Okay, der Try lief eigentlich gut. Aber dann hat sie mich mit zwei Schlägen leider getötet. Okay. Ich meine, wenn ich ein bisschen defensiver gespielt hätte, wär die tot. Also, alles gut. Ich bin nur sehr überrascht. Kannst du den auf den Drucker stellen? Ja. Danke. Das ist echt ganz gut von dem Ding. Danke, mein Schatz. Oh, schade. Die war irgendwie gestunt kurz. Oh nein, sie geht auch nicht. Dann läuft das doch. Dann läuft das doch. Lorettas Geschick und Lorettas Kriegssichel. Danke, Chat. Danke, Chat. Wir haben hier einmal Weisheitsstärke Geschick. Eine meisterlich gefertigte silberne Kriegssichel von Loretta, Ritterin des Harlekbaums. Ursprünglich wurden diese Waffen der königlichen Leibgarde von Karia verliehen, aber jemand hat den blauen Schimmerstein der Sichel durch reines Gold ersetzt. Und wir haben bekommen... Lorettas Geschick. Wir hatten nämlich damals ihren Großbogen gekriegt.
Er schafft einen magischen Großbogen. Loretta entwickelte diese Zauberei während ihrer langen und blutigen Suche nach einem Ort, an dem die Albinaurix in Frieden leben können. Gut. Sehr gut. Genau, genau, wir haben gegen Lorettas Geist gekämpft. Ach komm. Einmal reloggen. Scheint ein Bonfire-Bug zu sein. Ach so, die ist versetzt auch. Okay. Das heißt, die ist eher bei den anderen... Wieso haben die das noch nicht gepatcht? Die haben da schon so viele Patches rausgehauen. Aber hier ging es jetzt tatsächlich hier. Ist ja weird. Okay, weiter geht's. Wait, muss ich mich nicht hinsetzen? Ja, doch, muss ich. Ja genau, wir hatten das schon einmal bei dem großen Boss, dem Lindwurm, auf dem Weg nach hier oben zum Atlas-Plateau. Ja, ja, das weiß ich. Wenn wir Steuerkreuz gedrückt haben, wechselt das immer direkt auf die Flask. I know. Manchmal mache ich das nicht, manchmal schon. Wie mir gerade danach ist. Leveln? Oh, wir haben wahrscheinlich... Oh, wir haben 200.000 Seelen. Ups. Das heißt, wir machen 2. Ah, jetzt müsste es reichen. Stufenaufstieg, Geist und Glaube. Sag ich jetzt einfach mal. Sehr gut, dann können wir jetzt weitergehen. Da liegen noch Runen weiter hinten. Was ist damit gemeint? Ach so, die ich verloren habe. Jo, stimmt. Wer die 2000 nicht ehrt, ist den Rest nicht wert. Christian immer noch am Telefonieren. Meine Pizza steht da jetzt ready und wird kalt. Das sieht cool aus. Sind die alle runtergesprungen? Alter, wir gehen ja wirklich hier unfassbar weit runter. What the fuck? Na, hier springe ich nicht runter. Was hast du gemacht? Einfach Kreis dann irgendwann gedrückt? Ja. Okay. Aber oben war ja noch was. Noch ein uralter Drachenschmiedestein, oder? Also ich weiß jetzt nicht, ob das der gleiche ist, der mit plus 25 oder auf plus 10. Aber nice. 25. Mach doch schnell Pause und isst deine Pizza. Ja, alles gut. Alles gut, Chat. Okay, der hat Speed drauf.
Holy fuck. Wie schnell ist der? Okay, wäre jetzt echt nicht schlimm, wenn er noch so eine Gnade käme. Weil das ist ja jetzt hier einfach nur... Ui. Einfach nur weh jetzt gewesen. Ui. Alter, ey. Das Gebiet sieht auf der Map so klein aus, weißt du? Aber es ist so riesig. Willkommen in der Hölle. Ja, nice. Okay, komm, gib mir jetzt hier bitte noch eine Gnade. Ah, da hinten, sehr gut. I see you, baby. Oh mein Gott, hast du viel Leben. Hast du geblockt? Ja, du hast geblockt. Okay, wir machen aber auch ganz gut Damage. Hatte doch nicht so viel Leben, es war nur geblockt. Erstens Liebhaber. Ist ja normalerweise ein NPC. Aber den haben wir jetzt hier nicht. Okay. Oh Gott. Okay, die haben Bock, sich selbst aufzuopfern. Im Zweifel. Ich versuche mal Christian neu einzuladen. Mal gucken, ob er es checkt. Okay, man könnte jetzt hier reingehen. Warte mal, ich mach Licht an. Peter Pizza. Ja, ich weiß. Ich habe Hunger. Die Spaltaxt. Stärke Geschickwaffe. Ein Kriegshammer mit hartem, abstehendem Schnabel. Im Grunde eine für den Kampf gebaute Spitzhacke. Simpel, aber sehr effektiv und durchschlägt mit ihrem Gewicht Mühlis Rüstungen aus Metall. Auch runter. Na, gucke mal an. Na, komm, Chat. Ich hole mir jetzt kurz hier die Pizza. Pizza, jetzt. Alle wollen, dass Peter die Pizza isst. Ist ja okay, Chat. Ist ja okay. Hanni hat sich auch ein paar Stücke gegönnt. Ist eine Speziale. Ja, ich wollte nur dem Char gerecht werden, weil wir den Pizza Fehlt genannt haben. Weißt du? Aber jetzt fehlt die Pizza ja nicht mehr. Danke, Chat, für die guten Appetitwünsche. Ist noch warm. Lieblingspizzamarke von Fertigpizzen La Mia Grande. Das ist auch eine.
Einerseits, weil ich die echt lecker finde und andererseits, weil wir schon viele Werbedeals mit denen hatten. Jetzt muss den umbenennen, denn Pizza ist da. Ja. Wie läuft es mit der Diät? Ich mache gar keine Diät. Wie kommst du da drauf, Benny? Ist es nicht eigentlich verrückt, dass die Fertigpizza-Industrie so groß ist? Weiß ich nicht. Ist halt relativ stressig selber zu machen, weil der Teig immer so lange dauert. Also stressig ist es nicht. Dankeschön, Yoshi Boshi. Vielen Dank für die netten Worte. Und ich finde, die sind halt tatsächlich ganz lecker, die, also manche Fertigpizzen. Natürlich sind selbstgemachte geiler. Aber wenn du da so einen geilen Pizzateig haben willst und den dann irgendwie noch einen Tag lang gehen lassen musst. Ravioli? Statement zu Ravioli. Bin kein Fan von Ravioli aus der Dose. Ein großer Fan von selbstgemachten Ravioli. Oder von Italiener. Man kann den Teig auch einfach kaufen, ja. Ich weiß nicht, ob der dann so geil ist. Also ich habe mal selber richtig geilen Teig gemacht. Der war fucking awesome. Das Problem ist eigentlich ja, glaube ich, bei diesen Fertigpizzen, dass du da häufig sehr hohe Salzanteile und so hast. Aber whatever, schmecken tut's. Hast du schon mal Nudeln selbst gemacht mit einer Nudelmaschine? Ja, gibt's sogar ein Video von. Tatsächlich. Eines der ersten Pizza mit Kocht, wo ich noch alleine gekocht habe quasi. Wobei eine der ersten Pizza mit Kocht stimmt auch nicht. Die allerersten hat ja Hardy gemacht. Aber ja, gibt's ein Video von, wo ich vegetarisches Essen mache. Ich habe einen ganz neuen Pizzateig von Rewe, der ist Premium. Ach, guck mal, das wusste ich nicht. Ich habe nicht nochmal Würstchen selber gemacht. Hab nochmal Bock drauf. Es wird mal wieder Zeit für eine Backfolge bei Pizza mit Koch. Die letzte Folge, die wir veröffentlicht haben, war eine Backfolge. Junge, vom letzten Donnerstag. Der arme Christian. Der ist doch gerade am Telefonieren, oder? Nein, später, jetzt muss ich mir auch einen reinschieben. Sorry, Manuel. Ich weiß nicht, was Christian gerade telefoniert. Scheint was Relevantes zu sein. Ist ja okay. Ne, die Facecam sehe ich gerade tatsächlich nicht. Ah, jetzt wieder. Oh ja, das sieht. Das sieht businessmäßig aus, stimmt. Muss viel geklärt werden. Peter, kannst du nicht mehr dein Silvester-Essen-Raclette bei Pizza mit Koch machen? Erstens, das ist kein Raclette. Zweitens, haben wir das schon gemacht. Ich habe das Gefühl, dass manche hier noch gar nicht alle Folgen Pizza mit Koch gesehen haben. Ja, genau. Preise der Würzmischung werden erhöht, genau. Die waren so schnell ausverkauft, dank euch, Leute. Müssen wir mal ein bisschen was draufschlagen. Das war ein Scherz, by the way. Dankeschön, Siva Lane, für 5 Stufe 1 Subs. Könnt ihr mal einen Pizza Meat Burger machen? Ich glaube, so langsam gehen wir in den Joke-Bereich über.
Die knuspert echt geil, die ist echt lecker. Ich glaube, Christian ist fertig. Holy shit. Alles klar? Alter, als du... ich habe gerade telefoniert wegen Planung von Garage. Dankeschön. Der rief jetzt an und hat halt die komplette Garage geplant. Ach du Scheiße. Und in dem Moment, weißt du, ich gucke auf den Bildschirm, du hast den Boss fast tot, kriegst eine Zweier-Kombo rein. Alter. Insta-tot. Und ich musste so lachen, aber ich konnte nicht lachen, weil ich konnte auch mein Handy nicht muten. Das war echt geil. Ja, ich habe dann irgendwann aufgehört zu spielen, weil die Pizza fertig war und ich wollte nicht kalt werden. Also ja, ich hoffe, du verzeihst mir. Das ist schon okay. Beziehungsweise der Chat hat mich gezwungen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ist doch gut so. Du müsstest jetzt wieder Möglichkeiten haben, ja, dich zu bewegen. Ich muss erstmal die Shareplay-Dings annehmen. Und Dankeschön, Chef Schenko 108 für die 5-Stufe 1-Subs. Okay, also ich habe gesehen, du hast einen Boss gemacht und danach habe ich nicht mehr viel mitbekommen. Ja, wir sind jetzt hier in diesem Burggebiet. Wir gehen immer noch runter, ne? Man kann theoretisch rechts runterspringen, aber der normale Weg ist, glaube ich, geradeaus. Man kann theoretisch rechts runterspringen. Alter, das hier sind voll die Erinnerungen an Dark Souls. Mhm. Oh, lol. Ja klar, das ist jetzt ein normaler Gegner? Ja, weiß ich auch nicht. Okay. Was ist denn hier aber so Sache? Drin. Okay. Und jetzt weiß ich nicht mehr. Nee, da war ich nicht. Also ich kann es dir nicht mehr sagen. Ach so, okay. Das heißt, hier warst du nicht drin oder auch? Ist das ein anderer Raum? Anderer Raum. Ja, anderer Raum. Geht wieder hoch. Was sind denn das hier? Sind das die normalen Ritter-Dudes? Ja. Die können ja prinzipiell nicht so viel. Oh, wo kommst du denn her? Warum hast du so krass schwer? Okay, alles klar. Auf Wiedersehen. Überreste. Wo ist er? Was sieht dein Fickauge? Und ich helfe dir. Wo könnte er nur sein? Zeig dir mal ein richtiges Schwert, ja genau. Ja, auch hier wieder rauf oder runter. Oh, die haben mich gesehen. Aber die kommen jetzt hintereinander hinter ihrem Schild angelatscht. Das ist gut. Wieso gucken die so komisch nach links oben, die Ficker? Das weiß ich nicht, oder? Ja. Okay. Ja. Alles wieder gut. Mhm. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Wie komme ich hier jetzt aus der Nummer raus, dass ich zumindest einen backstaben kann? Einfach so. Ja. Das war eine planerische Meisterleistung von dir, das hinzukriegen. Mit dicker Bauch hat den auch noch ein bisschen gestaggert. Sehr schön. Stell ich mir unangenehm vor. Die schmeißen bestimmt Sachen darunter. Da ist nämlich auch noch einer. Hä? Die gucken alle zur falschen Seite. Was stimmt denn da nicht? Kommt man eigentlich von unten? Oh, was ist das denn da? Hm? Das ist ein Item, oder? Nein. Nee. Ah, die können explodieren. Aber die machen vorher so einen Move dafür. Okay. Okay. Na gut. Welches Level wir sind? 124 oder sowas? 134 schon. Oh, holy shit. Doch, Black Sheep, ich bin Tarzan. Ich habe mir erst auf den Bauch gehauen, aber dann habe ich gesehen, dass man das nicht gesehen hat. Also habe ich mir danach auf den Brust gehauen, damit ihr wisst, was ich sagen will damit. Was gab es denn Leckeres? Pizza. Ja, welche? La Mia Grande Pizza Special. Das ist eigentlich die Honey haben wollte. Wir hatten mal zwei geholt, aber dann hat die nicht gegessen. Und die war jetzt noch über. Die hat die heute gemacht, weil das Pizza Meat
kocht dann halt so. Schinken, Salami, Champignons? Ja. Nice. Ist nicht meine Favorite, muss ich sagen, aber ist trotzdem sehr lecker gewesen. Ja, Favorite ist auf jeden Fall Spinat. Alter. Das ist die letzte, die mir einfallen würde. Die habe ich von Restaurante früher immer gegessen, die Spinat. Ach, ich habe dich vorher schon gesehen, aber ich dachte... Oh. What? Da ist ja noch einer. Der guckt auch noch. Wo könnte er sein? Oh nein. Boah, der Move. Das Schöne ist, wenn man die schon anvisiert hat und ja, fängt irgendwie an zu zaubern oder sonst was zu machen, dann dreht er sich da um. Krass, wie viele Steine man hier findet. Ja. Ey, du. Oh, oh nein. Kannst du mal winken? Ich bin gar nicht da. Guck mal, der sieht tausendmal besser als die komischen Scheißsoldaten. Ja, ohne Witz. Und dabei ist das einfach nur ein Loch. Er hat nicht mal Augen. Danke. Wieder nicht. Hier. Dich hole ich mir auch noch. Oh, was war das? Wieso kommt denn jetzt nicht so weit? Haben wir davon? Ich hoffe, wir haben noch. Oh, Harlichbaum-Soldatenhelm haben wir aber noch nicht, oder? Oder hast du schon eingesammelt? Nee, das Geräusch war gerade auch das Geräusch für ein neues Item. Das ist ein leicht anderer Sound. Okay, ich dachte, ich habe was laufen gehört. Oh, ist bestimmt unten. Da! Ein Helm der Soldaten, die dem Harlichbaum die Treue geschworen haben. Dieser Eisenhelm ist mit einer Krone aus purem Gold verziert. Verstärkt euren Glauben. What? Mhm. Wait, what? Das steht da aber nicht. Ja, dafür müsstest du den Ausrüstungsmenü, glaube ich, drüber haben. Ach ja, macht voll Sinn. Ein neues. Einfach Schmutz. Ich meine, besser als nichts natürlich. 31, ja. Nee. Dankeschön, das Ziegen. Ist nicht Wurf. Leon. Leoten TV. Neuer Sub, hallo und herzlich willkommen. Also schon Kutzan 23 und Krusty Beans und Dasinger. Tomatenfighter, Jam XDYT oder YouTube. Der Dario. Alter, da hängen Eier. Ich hab die Liste nicht gesehen. Egal. Truhe. Das ist einfach nur zwei Schlüssel. Nee, Moment. Truhe hinter zwei Schlüsseln. So rum. Dreifache Lichtringe. Das oh, das ist eine Anrufung. Ja, würde ich auch sagen. Triple Light Rings. Da. Erzeugt drei Lichtringe. Nur es feuert sie vorwärts. Die Lichtringe kehren zu einer Position in der Nähe des Zaubernden zurück, bevor sie wieder verschwinden. Ich dachte nochmal schwingen oder so. Kann wiederholt gewirkt werden. Geschenkt ist Jung Mikella an seinen Vater Radagon. Neues. Können wir ja mal ausprobieren demnächst, wenn wir wieder an der Gnade sind. Ja. Was aber nicht so früh schnell passieren wird, weil wir einfach nicht mehr sterben. Wie ja, aber wir können ja zu einer neuen Gnade kommen. Das stimmt. Okay, ich weiß, wie wir da hinkommen. Ich bring mal kurz den Teller weg und bedanke mich bei Hanni, dass sie mir Pizza gemacht hat. Bin sofort wieder da. Ja. Oh. Die haben auch keine Ahnung. Ach, der ist zurückgewichen, weil er erschrocken war von den Gräueltaten, die seinen Kollegen da ereilt sind, haben. Schöne Grüße von Chat. Ach so, an Hanni, ja, das stimmt. Oh nö, die sind aber... Ach du Schande, ja, gib mich ja moin. Eins, zwei, noch einer ohne Fahrschein. Die sind ganz schön fix unterwegs. Oh, du kommst schon. Das ist okay. Wenn du alleine kommst, komm ran. Noch ein Stück, noch ein Stück. Komm mal raus da. Ich will. Das sieht nicht gut aus. Ja doch. Komm, komm, komm. Okay, noch einmal.
Jetzt bin ich dran. Ich hasse mein... Ja, das wollte ich. Ich wollte einfach nur mit R1 zuschlagen. Das hat schon wieder zu lange gedauert. Was machst du da? So. Geht doch. Weil nach R2 immer R1. Das dauert da zu lange. Zuschlagen. Lösung bitte. Esel. Warte mal. Was ist denn das für ein Brummer, der hier ist? Item, das nehme ich mit. Oh. Ich schicke ich in den Abgrund. Hello. Hello. Stift, wie viel Blocken. Kuh hat das Haar? Was? Ah ja, stimmt. Hab ich. Was? Die machen das auch? Ist das frech? Was könnt ihr so? Ach nee, komm. Ja, ich bin gerade ein bisschen... Oh lol, wir haben schon wieder 105.000 Runen. Tja. Also wir sind schon nicht da runtergesprungen. Theoretisch könnte man jetzt hier aber noch... Warte mal, ach so, stimmt. Was flattert denn hier so? Ja, das habe ich mich auch eben gefragt. Irgendwo hier muss das sein. Weißt du, die haben wie so ein Käfer. Ja, ich mag auch nicht, dass hier überall diese Eier hängen und so. Was denn für Eier? Ach so, direkt die. Vor dir am Boden liegt eins. Ja, aber das ist doch... Das ist viel zu groß für das Mini-Gesumse. Ach so, da sind auch noch mehr Eier, ja, stimmt. Hier sind überall so Eier. Und bei dem Entwickler sind meistens in den Eiern keine geilen Sachen, sondern mehr so ekelhafte aber Sachen, die einen kaputt machen, oder? Zum Glück nee. Nicht. Okay, draußen waren wir. Sehr gut, das heißt nur noch hier lang. Das sieht doch sehr offiziell aus. Meine Oma ist beim FBI, deshalb nennen wir sie Top Sigrid. Das ist ja richtig dumm. Ah, schön. Alter. Das schreibe ich demnächst in der WhatsApp-Gruppe meiner Family. Ja. Gehen da dann bestimmt auch voll drauf ab.